Hallo und herzlich willkommen zu Payback zurück und willkommen zum NXT Championship Match. Ich habe so mega Bock auf dieses Video, auf dieses Match. Luke Bass, unser NXT World Champion gegen Jack Steele und Adrian Neville. Das ist so NXT Stunde 1, Luke Bass, ein Jack Steele, der danach so ein bisschen immer mehr aus dem Schatten herauskam und irgendwann im Rampenlicht stand und dann noch ein Adrian Neville, einer der neueren Stunden von NXT, und das Triple Threat Match wird awesome. Es wird ein Elimination Match, also bis nur noch einer quasi im Ring steht. Heute, wenn ihr dieses Video seht, soll ein Livestream kommen, circa 19 Uhr auf Twitch. Link für den Kanal, also für den Livestream-Kanal, ist in der Beschreibung. Abstimmung ist auch dabei. Wir wollen nochmal ein FIFA-Turnier machen. Das ist die eine Sache. Was wir da spielen, welches FIFA, wird auch noch entschieden, auf welcher Konsole. Wenn ihr noch dabei sein wollt, schreibt's mal jetzt erstmal in die Kommentare und stimmt auch mal ab. Link ist auch, wie gesagt, in der Beschreibung. Jetzt habe ich das gesagt, und neben FIFA wollen wir vielleicht, wenn es klappt, die neuen NXT Superstars, die ganzen Cores von euch, die werde ich euch mal grob vorstellen und mal zeigen, wie die aussehen, wenn wir soweit sind oder wenn wir da hinkommen sollten. Wir haben jetzt auf jeden Fall dieses historische Match. Ich habe es gerade eben im Skype-Chat schon so genannt, weil es könnte theoretisch den erst zweiten, das muss man mal so sagen, den zweiten NXT-Champion aller Zeiten geben. Das wäre auf jeden Fall mal, ja, ein Hallo-Wach-Moment. Payback bisher ein guter Pay-Per-View. Ich erhoffe mir von dem Match besonders viel. Ich weiß nicht warum. Jack Steele, immer bekannt für tolle Matches. Luke Bass kennen wir ja sowieso. Und Adrian Neville, der Mann, der von der Gravitation, ist immer wieder bei dem Wort, von der Gravitation vergessen wurde. Wir starten jetzt genau dieses Match. Mein Favorit, ich kann es euch nicht sagen, kein Plan, wirklich kein Plan. Von Luke Bass weiß ich nicht, der hat viel verloren in den letzten Wochen, unter anderem gegen Curtis Axel. Ich erinnere mich an die Niederlage gegen Tyson Kidd. Also der muss zeigen, was in ihm steckt. Und da kommt er, unser NXT World Champion. Also ich weiß nicht, irgendein Update war hier, glaube ich, im Spiel drin. Das ist so verbuggt seit neuestem beim Entrance. Er sagt schon wieder jetzt WCW Hardcore Title oder irgendwie sowas. Nein, natürlich unser NXT World Champion. Was denn sonst? Luke Bass kommt zum Ring in alter Manier, so wie wir es von ihm kennen. Ja, eins der wichtigsten Matches seiner Karriere, kann man so sagen, ohne Wenn und Aber. Und man sieht schön, wie diese Fäden immer auch mal über mehrere Monate gehen. Und ihr seht es wieder, Jack Steele und Luke Bass gegeneinander. Wie bei Money in the Bank, da kam Batista zurück und hat mehr oder weniger Jack Steele die Chance genommen. Ja, und jetzt, wie gesagt, Chance Nummer 2 für Jack Steele, der NXT Tag Team Champion, muss man ja auch mal sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, was er bei dem Entrance führen. Mal gucken, was er sagt. Representing the legends from Montgomery, Alabama. Ach, er lässt es einfach komplett, lässt die Titelbeschreibung einfach komplett weg. Also, keine Ahnung, am Anfang des Let's Plays war das nämlich richtig. Das ist erst seit gut ein, zwei Wochen so verbuggt, also ein, zwei Wochen in Videos verbuggt. Der Wahnsinn, was er da wieder verschlimmbessert, so kann man es ja sagen. Jack Steele, ich will ja nicht sagen mein Favorit, aber ich hab's irgendwie im Blut. Der könnte heute der größte NXT-Champion aller Zeiten werden, weil er ja auch noch den Tag-Team-Gürtel um die Hüften hat. Sie werden ja Jack Steele und Razar auf die Ascension treffen. Publikum ist auf jeden Fall wieder da. Die Viewzahlen sind momentan im Keller, aber vielleicht durch das Video hier, ich würde mich freuen, ich gehe davon aus, dass das ein Weltklasse-Match wird, kommen sie ja vielleicht wieder zurück, aber wer weiß das schon. Und ein Community-Let's Play, ich kann es nur nochmal sagen, macht nur Spaß, wenn alle dabei sind und alle daran mitwirken. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ein Cody Rhodes seid, ist jetzt kein gutes Beispiel, weil er ist ein Aktiver, der dabei ist. Ihr könnt auch in solchen unter solchen Videos Matches fordern, überhaupt kein Problem. Weil komischerweise, die Views sind ja immer da, die Likes sind ja immer da, aber die Views momentan nicht mehr so, wo sie waren. Und da kommt Adrian Neville, der Mann, der von der Gravitation, jetzt habe ich es richtig gesagt, vergessen wurde. Ich habe so Bock auf diesen Jungen. Vielleicht heute mit seinem Finishing Move, wer weiß es schon. Adrian
Neville. Da kommt er und während er zum Ring kommt, möchte ich nochmal kurz was nachgucken, denn ich möchte, wo ist es denn? Ich muss es mal eben suchen. Gerade die Moves von Adrian Neville mal raussuchen, wie die heißen. Nicht, dass ich nachher mich wieder vertue. Adrian Neville Signature. Den Signature-Namen wusste ich mal. Den Finisher-Namen wusste ich mal. Aber das Blöde ist, ich habe jetzt gerade beides verloren. Ach so, genau. Signature-Move ist der Red Arrow. So war es. Das ist aber eigentlich der Finishing-Move, ne? Das ist ja nicht der Signature-Move. Naja, ich warte einfach mal ab. Das ist das Baby, um das es geht. Der NXT World Title. Bald kommt der LCW-Titel dazu. Das wird dann noch interessanter. Da bin ich mal richtig gespannt. Ja, Bombendrohung bei Germany's Next Topmodel. Was ist da los? Man muss die Leute mal fragen. Oh Mann, das Publikum ist angeheizt. Ihr merkt vielleicht, ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Und jetzt diese drei Leute. Triple Threat Elimination Match. Ein Triple Threat Match alleine hat ja schon diese Brisanz, ein Weltklasse-Match zu werden und dieses Potenzial. Aber das hier, Elimination Match, wird dann nochmal besser. Da könnt ihr euch festlegen. Also ich würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Ja, geht gut los. Ich hatte gerade das Gefühl, dass da gerade eben die X-Taste eingeblendet gewesen wäre am Anfang des Videos. Deswegen hatte ich gerade schon Angst, dass ich vielleicht versehentlich einen Superstar ausgewählt hätte. Habe ich aber nicht. Dann ist ja alles gut. Dann geht's jetzt los, das Co-Main-Event. Ich habe es ja gesagt, es ist ja in Anführungsstrichen nur NXT, aber es ist meine Show. Paul Heyman gehört ja quasi Raw und SmackDown. Aber meine Show, und die bekommt jetzt auch mal ihr Rampenlicht. Co-Main-Event des Pay-Per-View-Paybacks. Und so kann es gehen. Und da haben wir vielleicht die drei Besten, die NXT momentan zu bieten hat. Da haben wir natürlich auch noch einen Corey Graves, einen Sami Zayn, einen Tyson Kidd. Also da sind auf jeden Fall noch andere Leute. Ein Razar, ein Mark Morris. Nicht zu vergessen, Mark Morris. Also da ist noch einiges an Potenzial bei NXT. Und das werden bestimmt alles zukünftige WWE-Superstars. Und ich kann ja mal so ein bisschen über meine Pläne für die Zukunft reden. Ihr wisst, der nächste Pay-Per-View ist over the limit. Und ich habe fest dafür geplant, dass bald, also bald wieder in Anführungsstrichen, wir auf jeden Fall dieses Jahr eine Slammy Award Ausgabe machen, weil ich habe es letztes Jahr irgendwie nicht gemacht, keine Ahnung warum, aber ich finde, das wäre sehr, sehr geil, so eine Slammy Award Folge. Die Draft wird sicher auch noch kommen, ich bin mir noch nicht sicher, aber sie wird bestimmt kommen. Vielleicht mal ein Hardcore Night oder ECW Night, ECW, irgendwie sowas müssen wir ja mal dabei haben. Oder dann eher eine LCW Night, aber das ist ja eigentlich jede Night, jede Nacht. Also mal gucken, solche Ideen wären ja vielleicht mal ganz cool. Ein King of the Ring Turnier, wer weiß das schon. So, schöne Double Chokeslam Aktion hier von Neville und von Luke Bass. Typisch für die Triple Threat Matches. Am Anfang kämpfen sie noch zusammen in so Zweierteams, jeder mal mit jedem. Aber am Ende werdet ihr sehen, da gibt es keine Freundschaften mehr. Freundschaft gibt es auch wahrscheinlich jetzt nicht, das ist eher so ein Zweckbündnis. Weil der Feind meines Feindes ist mein Freund, das kennt man ja. Hier schönes Double Superkick und nochmal wunderbar. Von Adrian Neville und von Luke Bass. Ja, gar nicht erwartet. So eine Aktion hier von Luke Bass. Oh, Double Cutter. Diamond Cutter oder auch RKO. Ja, Neville und Luke Bass. Aber jetzt kämpfen sie gegeneinander. Ich wollte gerade sagen, zeigen hier viele Aktionen zusammen, aber nö. In dem Moment, wie es halt auch sonst mit den Kontern immer passiert, in dem Moment zeigen sie eine Aktion gegeneinander. Und Triple Threat Elimination bedeutet, ich habe es ja schon gesagt, Pin oder Submission. Dann würde derjenige rausfliegen, sozusagen ausgeschieden sein. Aber mal abwarten, das wird bestimmt ein bisschen dauern. Wir sind aber jetzt wenigstens schon bei fast 10 Minuten Videolänge. Das ist ja schon mal mehr als in den letzten Parts zum Beispiel. Ah, jetzt hier, guckt euch an, Double Superkick. Jetzt mal die Aktion von Jack Steele und Neville gegen Luke Bass. Also ich sag's ja, verschiedene Double Teams, die es hier immer wieder gibt. Und jetzt wieder Double RKO. Jetzt zeigen sie hier in verschiedenen Zweierkonstellationen immer wieder die Aktion gegen den Dritten, der dann in dem Fall das Nachsehen hat. Ah, ich liebe dieses Submission-Move, diesen Submission-Move. Der sieht so ultra eklig aus, wie der da den Gegner durchstretcht. Das kann nicht gesund sein. Ah, Neville jetzt. Luke Bass liegt am Boden, steht jetzt auf. Neville hat ihn in die Seile geschickt, aber da wird die Aktion unterbrochen von Luke Bass. Aber ich muss auch nochmal sagen, es gibt ganz normal Disqualifikation und Rope Break gibt's alles. Countout ist alles drin, ganz normal. Nur halt diese Elimination-Regel, weil ich mag diese Matchart. Das Publikum, ihr seht's da rechts, fordert schon den Red Arrow. Wäre natürlich geil, wenn man ihn heute zum ersten Mal sehen. Habt ihr das gerade gesehen? Diesen Heluva-Kick oder diesen Pelé-Kick, wie auch immer, von Adrian Neville.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, schöne Kicks jetzt hier gegen Luke Bass. Der muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil wenn zum Beispiel Luke Bass als erster eliminiert wird, dann haben wir quasi sicher einen neuen NXT-Champion. Und das wäre ja schon was. Luke Bass hat bisher immer den Titel verteidigt, egal gegen wen und egal was da kam. Er hat es immer geschafft, irgendwie noch zu gewinnen. Ah, schön. Back-Suplex da von Luke Bass. Man muss ihn ja auch loben, wenn er gute Aktion zeigt. Und der Bulldog aber dann hinterher von Jack Steele. It's my birthday, happy birthday to you im Publikum. Ah, jetzt. Ich warte die ganze Zeit vielleicht mal auf die ersten Signature-Moves vielleicht. Würde mich nicht wundern, wenn gleich vielleicht mal der erste kommt oder so. Vielleicht von einem Neville, dieser Hangman, Hurricane Runner, so nenne ich es jetzt mal. Ich weiß gerade nicht, Hangman Face, was da irgendwie so heißt die Aktion. Ich meine, das hättet ihr mir geschrieben. Ah, Double Tower of London hier gerade. Nicht schlecht. Ah, Jack Steele wollte da gerade mit seinem Big Boot kommen, aber Luke Bass fängt ihn ab und jetzt im Seil. Und das ist immer eine blöde Aktion. Jawohl, kommt da aus dem Seil mit dem Knee Drop. Ah, jetzt muss Jack Steele aufpassen. Ja, wird da von Luke Bass auf die Matte befördert. Und dann wieder diese Schläge. Ich habe bei Luke Bass immer ein bisschen Angst, wenn der dann wieder so zuschlägt. Nicht, dass da dem Gegner mal die Lichter ausgehen. Ja, jetzt nimmt er sich. Jack Steele hat ihn im Ansatz. Ja, Backbreaker, das war auch gut. Ich dachte erst vielleicht der Followaway Slam, aber dann doch der Backbreaker. Schöner Dropkick. Running Dropkick gegen die Beine von Luke Bass. So schickt er ihn auf die Matte, der Adrian Neville. Ja, weitermachen, Jungs. Ich glaube, jetzt gleich könnten wir vielleicht die ersten Kava-Versuche mal haben, weil die haben sich jetzt schon gegenseitig ordentlich was gegenseitig an den Kopf geschmissen, wie hier zum Beispiel diese schöne Powerslam-Aktion. Aber wer hier am meisten eingesteckt hat, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Luke Bass geht jetzt raus, erholt sich da vielleicht mal. Und jetzt der Hangman Facebuster. So nenne ich es jetzt einfach mal von Adrian Neville. Will er jetzt mit dem Red Arrow kommen? Nee, Luke Bass macht weiter. Oh, Clothesline from Hell. Was eine Clothesline from Hell. Cover. 1, 2, 9. Jack Steele kommt raus. Nach dem Hangman Facebuster. Und jetzt kommt er mit dem Guillotine Choke. Guillotine Choke. Muss Luke Bass aufgeben. Das wäre quasi die sichere, ja, neue Champion-Krönung, wenn er jetzt hier aufgibt. Neville geht natürlich nicht dazwischen. Der ist ja nicht komplett blöd. Weil er weiß, Jack Steele hat eine Menge schon eingesteckt. Den könnte er sich dann als nächstes vornehmen. Oh Mann, der hat perfekt die Aktion eingerastet. Jack Steele mit seinem Guillotine Choke. Aber er muss Luke Bass rauslassen. Habt ihr es gesehen? Luke Bass ist nicht so geschwächt, dass er da aufgibt. Der hat es irgendwie geschafft, sich da zu retten. Wow, also jetzt haben wir hier schon wichtige Aktionen nach fast 13 Minuten, sage ich mal. Ja, nice. Und jetzt Luke Bass. Jetzt will er das Match beenden. Er hat es gerade abbekommen, aber jetzt der Buzzer gegen Adrian Neville. Aber jetzt Jack Steele. Also die lassen hier das Cover nicht zustande kommen. Ja, hätte er ja einfach Luke Bass Adrian Neville covern können, aber... Ja, Jack Steele geht dazwischen und fertigt hier weiter Luke Bass ab, den amtierenden NXT-Champion. Und jetzt das Cover gegen Bass. 1, 2, 3 und jetzt ist Luke Bass raus. Jetzt ist Luke Bass raus und das heißt, heute Abend finden wir hier einen neuen NXT-Champion. Wow, spannender könnte es nicht sein. Luke Bass ist raus. Erster Guillotine-Choke. Oh Mann, oh Mann. Und jetzt draußen beim Kommentatorentisch. Und das Lustige ist, Luke Bass könnte immer noch Champion bleiben, wenn der Referee sie nämlich auszählt. Neville mit einer Powerbomb, Sit-Down-Powerbomb auf den Hallenboden. Aber anscheinend zählt der Referee nicht, dann ist Countout anscheinend doch deaktiviert. Klar, Triple Threat Regeln, muss ja so sein. Aber guckt es euch an, jetzt brawlen sie hier draußen, jetzt kämpfen sie es aus. Wer hat es am meisten verdient, hier heute Abend NXT Champion zu werden? Neville oder doch Jack Steele. Die beiden, die ja schon gegeneinander gekämpft haben. Wir erinnern uns. Bei NXT in der letzten Woche. Ja, schöne Hurricane Runner. Headscissor hier von Adrian Neville. Und das Match ist auf der Zielgeraden. Das merkt man. Die beiden haben schon eine Menge eingesteckt. Natürlich Luke Bass der Erste, der raus war. Aber Clothesline hier wieder von Jack Steele. Mann, oh Mann, oh Mann. Und jetzt setzt er an zur Powerbomb, genau wie Neville eben. Nee, keine Powerbomb, Dominator, nein, auch nicht Dominator, ich dachte schon. Es war der Backbreaker auf das Knie. Oh Mann, ey, das sah übel aus. Ja, wie lange geht das Match noch? Ich bin mal gespannt. Ja, Elbow gegen Neville, wir sind wieder am Kommentatorentisch. Und das ist natürlich eine gefährliche Position da. Eine falsche Aktion.
Eine falsche Aktion. Und jetzt will Jack Steele ihn durch diesen Tisch befördern. Durch genau den Tisch, der da stand. Jack Steele, das Publikum, ja, hypt nochmal mit und feuert ihn nochmal an. Und jetzt auf dem Kommentatorentisch. Jack Steele, nein, Konter, DDT! DDT von Adrian Neville. Da hat Neville im richtigen Moment reagiert, kontert da die bevorstehende Aktion von Jack Steele aus und kommt mit dem DDT durch den Kommentatorentisch. Jetzt ist das Match, glaube ich, wirklich auf Messerschneide für beide. Aber Clothesline von Jack Steele. Die holen jetzt wirklich die letzten Kraftreserven noch aus dem Tank. Guckt euch den DDT an. Bam! Auf die Platte vom Kommentatorentisch, die da liegt, diese Frontplatte. Wie soll das Match enden? Und nochmal, das reicht Jack Steele noch nicht. Er will weitermachen. Oh wei, oh wei. Auf jeden Fall ein klasse Match. Erzählt mir, was ihr wollt. Ein hammergeiles Triple Threat Match. Richtig ausgeglichen. Nicht einfach Finisher, Cover, Ende. Richtig ausgeglichen. Fisherman, Swinging Neckbreaker. Auch nochmal auf den Hallenboden. Jetzt Jack Steele gerade, ja, ein bisschen die Oberhand in dem Match. Wenn er ihn jetzt vielleicht zurück in den Ring schicken kann. Ja, schickt ihn Richtung Kommentatorenteam, aber da bekommt er den Running Dropkick gegen die Knie. Er muss ihn irgendwie, den lieben Adrian Neville, zurück in den Ring schaffen und da vielleicht covern. Das könnte es sein. Big Boot geht daneben. Konter auf beiden Seiten, aber jetzt Neville. Er schickt Jack Steele zurück in den Ring. Oh, der Leg ist schon fast perfekt für den Red Arrow. Der Leg perfekt für den Red Arrow, aber Jack Steele kann sich da befreien aus der Lage. Weiter. Neville macht weiter. Neville macht weiter. Reverse German Suplex. Mein lieber Gott, es kann jetzt bei jeder Aktion vorbei sein und jetzt geht er aufs Top-Rope. Adrian Neville, Red Arrow, wir haben einen neuen Champion. 1, 2, 3 und das ist es. Das ist es, was ein Ende von Adrian Neville. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Der neue NXT World Champion. Hier nochmal die Aktionen des Matches, da muss man jetzt nochmal hin. Und dann gleich nochmal so, wie es sein muss. Hier, er lag perfekt. Aufs Top Rope. Bam, Red Arrow. Und zu Ende. 1, 2, 3. And new NXT Champion of the World. Adrian Neville. Herzlichen Glückwunsch, Adrian Neville, zu dem Titelgewinn. Was ein hammergeiles Triple Threat Match. Wir haben einen neuen NXT World Heavyweight Champion. Luke Bass, auf Wiedersehen. Na, 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 na. Hey, goodbye. Wir sehen uns. Bis dahin. Hell yeah!